Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Im letzten Part haben wir das Ulumulu fertiggestellt, wurden von Gorn vollgequatscht und ja. In diesem Part werden wir ein wenig shoppen. Kurz bei Xardas guten Tag sagen. Und wenn nichts dazwischen kommt, geht es weiter. Und zwar zu den Orks. Mal schauen, ob das Ulumulu wirkt. Gorn hat es ja ernsthaft bezweifelt. Naja, nicht Kugelblitz, Teleport zu den Wassermagiern. First. Wie ich schon sagte, ich möchte zuerst shoppen. Lieber Tränke. Wo ist der Tränkebrauer hin? Egal, wir legen uns erstmal hin, um Mana wieder aufzufüllen. Und damit es Tag ist, ich laufe in Gothic nicht gerne nachts rum. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Tränkebrauer hin ist. Ja, gequatscht wird viel. Hallo Myxia. Magie zu. Ne, ich drück das einfach weg. Ich habe keine Ahnung. Deswegen. Ich? Arcanum Gotum. Wahre Macht. Astronomie. Astral. Schlacht. Magisches Erz. Ich sammle jetzt einfach alles ein. An Büchern. Und ich habe so das Gefühl, als würde ich nochmal, nicht in diesem Part, aber in einem anderen Part, einen Lesepart einlegen. Magie zu Ehre. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Muss nicht jeder wissen, genau. Warum ist der Tränkebrauer nicht hier oben? Ist der unten und ich habe ihn übersehen? Saturas. Riordia. Zeig mir deine Ware. Laborflaschen werden wir nicht unbedingt brauchen. Magie werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, packen wir uns mal ein paar ein. Oder auch nicht. Wir haben noch genug Magieflaschen. Ich guck mal, nur wegen Permatränke. Trank der Eile. Hat denselben Preis als Trank der Schnelligkeit. Davon packen wir uns welche ein. Muss reichen. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten ist gut. Und jede Menge Crap, dann kriegst du jetzt noch mehr Crap verpasst. Die Bücher behalte dich. Fürs Erste. Die Waffe. Die beiden bleiben erstmal. Erstmal. Und hier den kleinen Scheiß, den verkaufen wir. Gut, dass wir noch mehr kleinen Scheiß haben. Von Crawler-Eiern. Rüstungen, also Plattenrüstungen. Das Fleisch behalte ich auch. Fellen, die 2000 kriegen wir voll safe. Na, dauert nur ein bisschen. Aber ich hatte ja angesagt, erst machen wir eine kleine Shoppingtour. Und den Crap loswerden ist gar nicht so verkehrt. Wenn man ein bisschen Logik anbringt, dann sollten wir damit ja auch schon schneller laufen. Komm, den einen Erz schenke ich dir. Damit können wir uns etwas schneller bewegen, wenn wir Bock drauf haben. Und ganz pauschal habe ich da Bock drauf und nehme jetzt den kleineren Trank.
Und auch für das Laufen gibt es Zusatzmöglichkeiten, wo man keinen Trank für einschmeißen müsste. Ich dachte, das wäre schon lange. Das ist nur wirklich nicht mein. Ja, das ist schon lange klar. Aber ich erwähne es trotzdem nochmal zur Sicherheit. Wolf, dir hatten wir doch Crawlerplatten gegeben. Ist die Rüstung denn jetzt fertig? Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Ja. Besonders, weil du einen kleinen Vorteil jetzt hast. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Wie man sieht, die Crawler-Plattenrüstung ist abgesehen von Magie stärker. Jetzt lege ich einmal die hier ab. Das war zu wörtlich genommen. Magie zu Ehren. Du Orkschlechter. Magie zu Ehren. Tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja, Schriften haben wir genug eingesammelt. Darum geht es mir weniger. Tränke haben wir auch genug, aber ich gucke mir mal hier die Werte an. 10, 15, noch irgendwelche Ringe? Ja. Lebensenergie, Geschicklichkeit. Mana, Lebensenergie, Stärke, Geschicklichkeit 4. Lebensenergie. Was haben wir denn an Ringe gerade? Schutz vor Waffen und Geschicklichkeit. Geschicklichkeit brauchen wir nicht mehr so dringend, glaube ich. Muss ich mir nochmal... Ja, muss ich mir echt nochmal extra angucken. B. Wie viel Geschicklichkeit haben wir? 23. Was brauchen wir für den Bogen? 20. Also brauchen wir den Geschicklichkeitsring nicht. Der Magie zu Ehren. Ich möchte... Der Geschicklichkeitsring wird nicht benötigt. Dann können wir einmal Stärkering mitnehmen. Auf jeden Fall. Und der andere hat 5 Schutz vor Waffen. Haben wir dafür noch was anderes Schönes als Ring? Ich gehe erstmal Ringe durch. Lebensenergie, Geschicklichkeit 10 brauchen wir nicht. Geschicklichkeit 5 brauchen wir nicht. Lebensenergie und Mana-Bonus, naja. Stärke, Geschicklichkeit. Wegen der Stärke wäre der nochmal interessant. Ja, komm, packe ich mir rüber. Schutz vor Waffen lasse ich trotzdem mal im Inventar. Orkischer Talisman lasse ich auch drin. Verwandlungen möchte ich eh keine. Ja, immer dieselbe Leier. Ich weiß, es tut mir ja leid. Feuersturm. Untote vernichten hat er jetzt auch. Ein Gammelbogen hätte es auch getan, also insofern alles gut. Wirklich Wichtiges hat er aber sonst nicht für uns. Nee, ich lerne auch nichts dazu. Stimmt schon. Der Part wird so schon lang wie... Langatmig genug, ohne dass ich zusätzlich irgendwas einkaufe. Also, einkaufen ja, hatte ich ja eh vor. Aber hier mit dem Lesen, das wollte ich sagen. Ah, komm, 4. Ja, die 5 Erz schenke ich dir auch wieder. Annehmen. Danke. Kann ich da mal vorbei? Nein. Kann ich da mal vorbei? Nein. Kann ich da mal vorbei? Ja. Kann ich da mal... Ja. Oh. Kronos, du nervst. Und zwar dermaßen hart.
da ich mir die Amulette nicht angeguckt habe. Toll. Was wollte ich? Stärke-Bonus? Ah ja, komm, noch mehr Stärke. Das Amulett lasse ich erstmal raus, weil jetzt geht es zu dem Dämonenbeschwörer. Ich möchte nämlich weiter shoppen. Und Xar, das hat garantiert noch so ein, zwei interessante Sachen für uns. Ja, und der Besucher, der an der Wand Jesus spielt. Da wird mir immer irgendwie Gänsehaut runterlaufen. Xar, das, wir haben einen Ulumulu. Und das interessiert dich so gar nicht. Ich suche magisches Wissen. Ja, die Ringe sind aber auch alle interessant. Geschicklichkeit, Stärke ist nice. Den könnte ich mir tatsächlich ranholen. Weil hier haben wir nur Schutz vor Waffen und Schutz vor Feuer. Nur ist gut, aber... Hm? Packe ich mir mal zur Sicherheit rüber. Könnte auch wieder verschwendet sein. Ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm. Dämon beschwören. Davon packen wir uns ein paar ein. Zur Sicherheit. Armee der Finsternis. Auch sehr lustig. Feuerball, Feuerregen. Feuerregen hatten wir auch noch nicht. Packe ich mir jetzt auch ein. 15 Mana kosten, ist aber trotzdem eine sehr interessante Rune. Ja, komm, ich pack sie mir ein. Der Feuerball, der könnte eigentlich weg. Ich weiß es noch nicht. Monsterschrumpfen behalte ich. Teleport zu den Wassermagiern weg. Verwandlung Fleischwanze behalte ich. Die Golemteile kommen weg. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch genug Kleinzeug haben und zum Auffüllen. Was ich sehr begrüßen würde. 4000. Ja, genug Erz hätten wir dafür in der Tasche. Aber das dauert länger als über die normalen Gegenstände. Deswegen haue ich jetzt erstmal den Crap weg, den wir aufgesammelt hatten. Und jedes Mal, wenn der rechts rüber springt, kriege ich mal einen halben Herzinfarkt, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verzicker. Den Schlüssel zum Beispiel, den möchte ich behalten. Alte Bergfestung, ein rüstiger alter Schlüssel. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber trotzdem. Wir müssen auf 4100 kommen. Sumpfeihaut brauchen wir nicht mehr. Sumpfeizähne brauchen wir nicht mehr. Die Zungen auch nicht mehr. Aber jetzt 500 pro. Also es war nicht komplett umsonst, dass wir sie eingesammelt haben. Ich packe mir die Crawler-Zähne wieder zurück. So viel möchte ich dir auch nicht schenken, Xalas. Was der Held jedes Mal mit dem Kopf nickt. Jo, möchte ich so machen. 4. Ja, komm. Ein Erztrinkgeld. Annehmen. Ente. Ich lasse tatsächlich jetzt die Wasserrobe erstmal an. Aus Gründen. Oh, das Harnisch-Amulett. Ja, klar, 7 Stärke. Der Witz ist, wir können jetzt normal runtergehen. Ist auch nicht so hilfreich, wie ich es gerne hätte. Zack. Zack, zack, da, 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 da. Und da ich talentiert bin, Stolchen, falls ich wieder komplett festbagge,
hier drauf, geradeaus laufen und hüpfen. Hüpfen. Egal, überlebt. So, jetzt müssen wir zu der Orkstadt. Ah, wir können hier außenrum erstmal. Orks sollten uns ja nicht behelligen, da wir das Ulumulu haben. Und jetzt kommt wieder das Schlimmste auf der Welt. Ich habe keine Orientierung. Und was ich auch noch auf dem Schirm haben sollte, es gibt nicht nur Orks auf der Welt. Ergo doch hochheilen. Oh, hau ich mich Tränke voll. Ist das die richtige Richtung? Ich könnte auf einer Map gucken. Ach, da oben sind Feuerbarer. Nein. Ich habe es nicht wirklich wieder geschafft, oder? Spiel laden. Nicht Intelligenzbestie. Nochmal. Hüpf. Ich habe auf Hüpfen gedrückt. Könnte wieder falsch gewesen sein. Egal. Jetzt laufe ich hier lang. Da oben waren ein paar Feuerwarane, um die können wir uns später noch kümmern. Ich möchte jetzt wirklich zur Orkstadt. Und warum habe ich mir die Speed-Tränke gekauft, wenn ich sie nicht nutze? Hm? Ich Intelligenz-Bestie. Snapper. Snapper, auf dich habe ich keinen Bock und du bist sowieso lahmarschiger wie wir. Drachensnapper. Ich habe das Gefühl, als ob wir hier auch anders hingekommen wären. Noch mehr Snapper, wow. Richtig gut Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Feuerwarane, respawned. Du bist ein Ork. Und Urshak lässt uns tatsächlich in Ruhe. Aber warte mal, dich kennen wir doch. Urshak, grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Kann ich jetzt... Nein, ich kann die Kamera nicht drehen, aber... Alter. Ich kann verstehen, dass man mit einem Ork befreundet sein kann, aber nicht, dass man so hart auf Kuschelkurs geht und... Wir vergessen es. Was ich sonst noch sagen wollte. Wie geht es dir, mein Freund? Urshak sein gesund. Urshak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urshak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Ach, Urshak, hättest du was gesagt, hätte ich dir noch ein zweites zusammenbasteln lassen. Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Ja, mir auch. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urshak. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder. Die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Okay. Freund müssen nehmen Figur von großer Säule.
Figur öffnen Tor zur Tempelhalle. Und damit haben wir alles Mögliche an Infos. Das Treffen, die Quest, die möchte ich eigentlich noch abschließen. Xardas Ziel. Ich habe Urshak wieder getroffen. Er verriet mir, dass ich nur mit Hilfe eines orkischen Zauberspruches in die Vorhalle des unterirdischen Tempels gelangen kann. Die anderen Ork-Schamanen bewahren solche Zauber in ihrer Höhle auf. Und es gibt noch einen weiteren Weg, in den Tempel zu gelangen. Auf der heiligen Säule der Ork-Schamanen steht eine Schläferfigur, die das Tor zum Tempel öffnet. Allerdings werden Urshaks Brüder wenig begeistert sein, wenn sie bemerken, dass ich mich ihrer Ikone bediene. Also so oder so, egal was wir machen, Begeisterung wird anders aussehen. Wow, und hier sind einiges an Orks. Huka-Chaka, genau. Dir auch. Ja, kommt ruhig ran, aber ich habe hier was, was ihr nicht braucht. Huka-Chaka? Huka? Ja. Darf ich die Winde aufmachen? Gucke ich mir gleich an. Erstmal laufe ich hier ein bisschen musikalisch. Der Ork-Clan-Krieger, der mag uns. Die haben nichts in den Zelten. Wieso verfolgt uns der? Möchtest du was von uns? Was? Mit dem können wir wirklich sprechen? Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt abgehauen ist. Ach Leute, ich tue euch doch nichts. Speichern. Ja, da den kleinen Zwischenspeicher. Warum verfolgen die mich? Ich habe euch doch nichts getan. Aber die sind echt musikalisch, die Orks, muss ich schon sagen. Ich hatte mir damals beim ersten Durchspielen gar nicht so die Zeit genommen, wirklich hier alles zu erkunden. Das hole ich jetzt aus Privatvergnügen so ein bisschen nach. Ups. Ah, der Lauftrank ist gerade nicht mehr aktiv, aber juckt mich aktuell auch relativ wenig. Weil ich mich ja umgucken wollte. Ach, da geht's nur so runter. Wir haben echt Honig am Anus kleben, so wie die uns hinterherrennen und begeistert von uns sind. Fremder Tragen Ulumulu, sehr verdächtig sein. Irgendwie sowas muss sich dieser Clankrieger denken und seine Kollegen. Und hier steht ein Turm ohne Tür. Ganz offensichtlich. Okay. Gibt's hier nichts zu finden? Ja, wahrscheinlich gibt es hier was zu finden und ich bin nur zu blöd, einen vernünftigen Aufgang zu finden. Leute, ihr habt ein Feuer vergessen. Was ist hier los? Sammelt ihr auch Erz? Nö. Aber es wird sich anbieten. Oh, Tempelkrieger. Hier ist eine extra Höhle. Hoffentlich nichts Gefährliches hier drin. Eine Truhe, keine Orks in der Nähe. Und die Truhe können wir so aufmachen. Verwandlung, Heilung, Feuersturm, Feuerball. Orkischer Teleportationszauber. Hä?
Ist das der Zauber, den Urshak angesprochen hatte? Womit man in den Tempel des Schläfers kommt? Die Truhe ist auch nicht verschlossen. Ein paar Heilkräuter, warum nicht? Drachenwurzeln, ja, warum? Was soll der Geiz? Nehmen wir auch mit. Schau, dass hier auch kein Bett steht. Ja. Ist da was drin? Nö. Da ist noch eine Truhe. Ein paar Tränke, kostenlos. Nehmen wir mit. Ich finde das toll, dass die Orks so lieb sind und uns equippen. Beziehungsweise ausrüsten. Wir haben, glaube ich, alles durch. Ich habe nur keine Ahnung, ob das wirklich schon alles war. Ich bin lieb und brav, guck nicht so böse. Tempelkrieger, Tempelkrieger. Orkschamanen. Orkschamane 1. 2. 3. 4. Da ist zu. Das müsste dann also der Eingang zum Schläfertempel sein. Der Witz ist, da oben die Ecke kann man nutzen, um ohne irgendwelche Zauber da reinzukommen, auch ohne die Statue, die da oben auf der Säule ist. Aber ich möchte hier die Nebenhöhle noch erkunden, bevor wir ausprobieren, ob dieser orkische Teleportationszauber ausreicht, um in den Schläfertempel zu kommen. Das ist eine Variante, die habe ich noch in keinem Let's Play gesehen. What the... Die Orks haben einen Thron? Horn. Was für ein Horn. Ich guck mich hier nochmal um. Also man merkt, Orks haben doch eine eigene Kultur. Krushkarok. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, man erfährt echt so ein bisschen was über die orkische Lebenskultur, wenn man sich hier ein bisschen umschaut. Finde ich schön. Finde ich sehr, sehr schön. Oh, da steckt ein Schwert. Rachestahl. Rachestahl, was bist du für ein Schwert? Eine Zweihandwaffe, die 70 Stärke erfordert. Und auch einiges an Herz bringt. Hä? Das muss ein Hochsicherheitsgefangener gewesen sein oder der Mechanismus ist kaputt. Rachestahl. Oh. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ach, und hier ist das Löchlein, was ich gesehen hatte. Oder wir gesehen hatten. Aber ich finde es echt interessant, was die hier so rumliegen haben. Ja, auch wenn es Verschwendung ist. Ich hau mir den Speedtrank jetzt rein und gehe nach oben. Aber Orks haben tatsächlich selber eine Gefängniszelle. Äußerst interessant. Na, da ist ein Hebel.
Ja, komm. An der Stelle setze ich nochmal eine Speicherung. Ja, auf den normalen ersten Slot. Und, ne? Wie gesagt, wir waren shoppen. Wir haben uns die Stadt der Orks hier oberirdisch komplett angeguckt. Auch teilweise unterirdisch die Höhlen durchsucht. Ich fand sehr interessant diese Einblicke, die ich sonst noch nicht hatte. Ich hoffe, ihr auch. Und im nächsten Part gucken wir, dass wir in den Schläfertempel reinkommen. Danke und bis dann. Ciao, ciao.